Tanz, schön reagiert von Nick, aber PS geht ordentlich rein. So, PS geht mit Dr. Mario in dieses Match. Das hätten wir erwarten können. Denn ich glaube, Phil will heute richtig ausrasten hier. Oh, Nick mit den schönen Anti-Edge-Guard-Needles konnte Phil seine Back-Area nicht lesen. Jetzt aber mit der Back-Area und das bisschen ist noch gewesen. Oh, schön! Stop geht an Perfect Shadow. Heftig vom Perfect Shadow. Ja, auf jeden Fall. Gestern konnte er nicht zeigen, was er drauf hat. Heute will er es beweisen. Heute will er es allen beweisen und Season 1 gut beenden. Vielleicht will er ja sogar Zweiter werden, wer weiß. Oh! 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 Run! Hier geht's richtig zur Sache für Perfect Shadow. Nick ist ein bisschen überwältigt, aber vielleicht kann Nick ja adapten und ins Match reinfinden. Und dann doch noch zeigen, dass er hier vielleicht auch selber Zweiter oder Dritter werden will. Oh, 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 oh! Schönes Edgeguard von Nick mit der sicheren Neutral Aerial und dann mit der Back Aerial nach dem. Aber Phil lebt weiterhin und Phil ist gestorben. Beide sehen sehr, sehr unglücklich aus. Das muss man jetzt auch einfach mal sagen. Das gefällt mir gar nicht so gut, wie unglücklich die beiden aussehen. Ich glaube, Phil leidet sehr, dass es keinen Kaffee gibt. Das kann sein. Ich hätte auch super gern Kaffee. Ich hatte heute nur eine Tasse und das, also alles unter einer Kanne ist halt unmöglich, um in den Start, zu tagen. Ich frage mal gleich, ob wo der Instant-Kaffee liegt, weil ich habe ihn nicht gefunden. Das wäre super nice. Okay. Hier ist sehr viel Rumpimmelei. Beide wollen sich nicht so richtig treffen. Oh, Phil hat schon mit der Neutral Area getroffen. Nick kommt aber wieder on stage. Viel deutlich weniger Pillen jetzt, so. Ja, auf jeden Fall. Nick probiert jetzt selber ein bisschen Druck aufzubauen. Auch Philipp schön mit der Abtilt. Mal schauen, was er draus macht. Ja, bis jetzt nichts. Nick wieder on stage. Also beide wieder Center Stage. Und beide Spam Smash Attack. Oh, Nick mit dem schönen Schöne Back, ja. Philipp ein bisschen verärgert, aber wenn er sich fängt und das Momentum beibehält, was er im ersten Stock aufbauen konnte, dann kann er auch schöne Down Smash. Das macht den Stock von Nick auch direkt wieder weg. Und wir sind even. Das ist ein sehr, sehr spannendes Set hier zwischen den beiden. Schon nach einem halben Match. So. Haben wir gut ausgewählt. Haben wir gut ausgewählt, ja. Schöne Sache. Okay, und hier werden die Pillen mehr geworfen. Ja, Philipp will ein bisschen mit dem und der gleiche auch prozentmäßig. Oh, da hat er die Dash-Attack gefressen, weil er den Grab in die falsche Richtung gemacht hat. Ärgerlich. Oh, Nick wollte mit den Nadeln, aber Philipp ist unter die Nadel durchgegangen und hat eine schöne Down-Smash getroffen. Oh, Back-Arrears-Smash-Guard und und nicht getroffen. Schade, ein bisschen zu spät von der Kante gekommen. Sehr ärgerlich, aber was will man machen? Und jetzt... Schöne Pause. Der Befreiungs-LeBron hier von Phil. Wollte das Cape machen, aber Nick weiß natürlich, dass er davon nicht getroffen werden kann. Oh, Phil Wave Dash Back Forward Smash! Der klassische Perfect Shadow holt den dritten Stock von Nick. Ich bekomme einen Tee geliefert von meiner liebsten Riesenkraft Luma. Ah, wollte Phil wieder mit dem Faustkribbel, aber Nick schon wieder geedgeguardet und es ist even, ja. Schönes Match. Oh, schön! Die beiden Pillen getroffen. Und noch eine Pille. Ja, die beiden spammen sich zu hier. Ich glaube, das Match dauert jetzt noch ungefähr 4,5 Minuten. Okay, Nick mit Downthrow Dash Attack konnte aber leider nicht mit der Up Smash treffen, warum auch immer er es hätte versuchen sollen. Aber das ist ja ganz allein seine Entscheidung. Oh, Philipp schon mit der Up Aerial. Nick sofort reagiert mit der Neutral, ja. Oh, schöne Down Aerial von Phil, um sich dann zu befreien. Doppelte Down Smash, wenn die erste nicht trifft, machst du eben die zweite und die trifft dann auch. Auf einem sehr komischen Winkel. Also bei Roy wäre das ein Kill gewesen wahrscheinlich. So ungefähr sah das aus, so inmitten des Körpers. Oh, der Grab. Schön Spot Dodge Grab. Oh. Ah, da wollte jetzt mit der Forward Smash. Oh, schöne Back Area, um da reinzukommen. Dusan ist auch schon angekommen gerade. Nick hat zu den NTSC-Göttern gebetet, das hat nichts geholfen. Ah, ist das spannend hier zwischen den beiden. Das ist das erste Match. Und das erste Match geht an Nick. Hervorragendes Match, sehr knapp. Nick sehr aufgeregt. Ja, ja. Nicks Herz schlägt schneller. Perfect Shadow lächelt, das sehen wir nie. Generell lacht er auch, also sowieso nicht. Nee, er ist ein sehr trauriger Mensch. Ja, er ist auch schon sehr alt. Ja, er hat schon zu viel gesehen wahrscheinlich. Ja, der sieht ja auch schon, wie Freunde Kinder kriegen und sowas. Und ja, er ist halt alleine, spielt Rockband. Und, und Smash Brothers, Digga, das geht nicht klar. Okay, alles klar. Mal schauen. Was und meinst du? Es geht zurück auf Escalation, könnte ich mir vorstellen. Meinst du das? Salty Runback? Ja. Wir haben mit Doc wahrscheinlich auch ihrem Glücksten. Ja, trotzdem, das ist Philipps schönste Stage. Ja. Drauf, klar. Vielleicht einigen sie sich auch auf Pokeflug. Das wäre einfach nur wünschenswert. Oh, da wird Traumbrunnen gepickt, aus welchem Grund auch immer. Und Phil hat ganz sportsmännisch die Verwandlung abgewartet. Großartiger Kerl. Von ihm hätte ich im Leben nicht gemacht. Weil ich voll der Wichser bin.
Oh, schöne Downsmash von Phil. Ah, komm. Oh, wollte zu viel mit dem Edgeguard, aber überlebt, weil Nick selber sehr große Probleme damit hatte, auf die Stage wieder raufzukommen. Musste sich also um sich selbst kümmern. Sein Glück. Oh, schöne Recovery getroffen mit der. Oh, Philipp recovered hier wie ein junger Gott. Das hätte sehr schief gehen können. Jetzt könnten die Nahen kommen, aber kommt nicht. Oh, den LeBron leicht verfehlt, weil er einen Short-Up gemacht hat und keinen Full-Jump. Wieder den zweiten LeBron verfehlt. Er spielt wie Shroomed. Trifft nie mit den Attacken, mit den Forward Aerials. Und schön an der Wand lang. Oh, schön! Philipp Grab! Nice! Das macht er aber auch wie ein großer. Oh, und da trifft er ihn nicht, weil er wieder ein bisschen zu langsam von der Kante gekommen ist. Ah, oh, ungespaced, aber Nick rollt einfach raus, anstatt ihn zu punishen. Oh! Die Neutral Aerial, der hätte vielleicht auch den, die Forward Aerial treffen können. Ah, oh, da wollte er zu viel, da ging es zu weit für ihn raus. Oh! Philipp kann aber nochmal aus der Edgeguard-Situation rauskommen und, ja, hat zwar 50% weniger, aber beide sind im Kill-Prozent. Dementsprechend heißt das alles nichts. Philipp hat noch den Sprung ganz genau. Schön! Hervorragend! Kann er was draus machen? Ja! Und er verfolgt ihn auf die Top-Plattform mit dem LeBron und dankt ihn ins Jenseits. Phil spielt, als hätte er das ganze Wochenende schon gespielt und ist richtig heiß. Ja, ohne Scheiß. Beide haben ja das ganze Wochenende kein Turnier gespielt, wohingegen Luma und Dusan schon zwei Turniere durch haben dieses Wochenende. und wir jeweils alle eins. Außer TMT. TMT ist der auch der ungeübteste gerade. Ach, das wird spannend, Kinder. Das wird heute ein sehr, sehr schönes Turnier. Bin ja sehr gespannt. Schöne Tap-Down-Smash von Phil. Oh, schöner Play-Grab. Oh, schade. Oh, der Phantom-Hit. Oh, sehr ärgerlich. Ey, ohne Scheiß. So viel Pech hat keiner. Jetzt muss Philipp sich sammeln und er weiß, er ist der bessere Spieler im Moment. Er hat nur Pech gehabt, weißt du? Wenn er sich jetzt sammelt, dann kann er das Match auf jeden Fall an sich reißen. Das steht fest. Also sowas kann er richtig deprimieren, wenn das dann schief geht. Ja, auf jeden Fall. Philipp ist ja auch ein eher emotionaler Spieler, aber keine Ahnung. Ich glaube, dass er sich heute ein bisschen unter Kontrolle haben wird und dass er hier zeigen will, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehört und nicht abzuschreiben ist. Schade, schönes Anti-Edgeguard versucht, aber leider wurde er noch getroffen. Nicht mehr rankommen. Von der Neutral Aerial von Nick, der mit Invincibility auf ganz knappster Strecke noch gesegnet war. Schöne Downsmash hier, nachdem er nichts Landung verfolgt hat. Oh, schön Scheiß auf die Nadeln. Oh, up Aerial zum Edgeguard. Das wäre eine gute Chance gewesen für Philipp, aber da hat er wahrscheinlich selber nicht mitgerechnet, weil auch Nick sehr, sehr verwirrt war, dass das so funktioniert hat. Ja, Philipp hat das Zeug dazu. Er muss nur langsam die kritischen Treffer landen. Was er da macht, ist schon sehr effektiv. Oh mein Gott. Nick. Schöne Up-Aerial, Back-Aerial von Nick. Oh, Phil, kommt doch mal ran. Macht die Back-Aerial Smash-Karten. Oh, da wollte er grabben, aber... schöne Down-Smash. Das war der Stock aber noch lange nicht. Nick, die Eins, schön. Und Phil jetzt einfach noch aufrollen. Hervorragend gemacht. Und es ist wieder Even Philipp, aber schon fast in Kill-Prozent. Das wird gefährlich. Ja, da muss er jetzt ordentlich Druck machen und wieder... Schön mit dem... Oh, der Tournament-Winner wurde mit der Up-Aerial gepunished. Oh, Philipp leider den Spot-Dodge viel zu früh gemacht. Er ist gerade aus seinem Momentum raus. Ja, jetzt ist er ein bisschen raus, aber... aber das kann er noch... So eine Zero-to-Death-Combo haben wir von ihm schon öfter gesehen. Ja. Also so ist es nicht, ne? Es ist nichts verloren hier bei dem kleinen Matz. Hosen-Matz. Ja, und im Moment spielt er sehr safe, wird kaum getroffen. Nick ist etwas überwältigt. Kommt kaum klar, flüchtet sich auf die Top-Plattform. Sehr wenig, da ist gar keine Pillen mehr. Ein bisschen Philipp aus dem Momentum zu bringen. Ja, auf der Stage ist mit Pillen auch ein bisschen schwierig, muss man sagen. Oh, aber jetzt Nick mit der... Oh! Schöne Kombo von Nick. Kann er finishen? Kann er nicht? Oh, da kommt die Kombo bei Neutral Aerial. Nick wollte zu viel mit dem... Oh, schön von Phil. Schön Down Smash nach dem Wave Dash aus dem Schild. Hat er ihn wieder von der Plattform... Oh, schöner Tag, aber das war's leider. 2-0 für Nick. Nice 2-0. Ja, das sah deutlicher aus, als es war. Ich fand, es war ein sehr schön anzusehendes Set. Und also deutlich war da nichts. Knapp wie gedacht. Knapp wie gedacht, ja. War schön.